Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, sicherlich habt ihr ja die Review und den Fahrbericht vom EQE SUV schon gesehen und darauf aufbauend wollen wir heute in diesem Video mit euch eine Verbrauchsfahrt machen auf der Autobahn bei 100, 120, 140 und 160 km/h. Was verbraucht da das EQE SUV? Und wir wollen den Ladecheck machen von 10% auf 80%, um zu schauen, wie schnell lädt das EQE SUV nach. Bevor wir losstarten, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Und jetzt geht's los mit dem EQE SUV und der Verbrauchsfahrt und dem Ladecheck. Wir wollen mit euch auf die Autobahn A19 fahren, Richtung Süden, Richtung Berlin, hier von Rostock, von unserem Kooperationspartner Sternauto mit dem EQE SUV 350 4MATIC. Ausgangsbasis sind 215 kW, 292 PS, 760 Newtonmeter Drehmoment, 6,6 Sekunden von 0 auf 100, 210 km/h in der Spitze. Wir haben 25 Grad Außentemperatur, schönes sonniges Wetter, haben 21 Zoll Felgen hier verbaut mit 265er Bereifung. Das heißt, das sind so die Bedingungen, die wir hier am Fahrzeug vorfinden. Wir haben die aktuellste Software drauf. Nagelneues Auto. Ich schalte ihn in den Eco-Modus, weil wir dem Auto ja auch die Chance geben wollen, hier bestmöglich zu performen. Und die Raumtemperatur schalten wir auf 21 Grad. Durch die Sonne brauchen wir natürlich auch so ein bisschen Klimaanlage. Ihr würdet ja auch mit Klimaanlage fahren. Und dann wollen wir gleich 100, 120, 140, 160 km/h ermitteln mit dem Verbrauch und später auch den Ladecheck von 10% auf 80% machen. Steffen, ich habe den Abstandsregeltempomaten auf 100 km/h eingestellt. Na, dann würde ich sagen, setz mal das Ding zurück. Du meinst den Bordcomputer? Oh, jetzt habe ich mich hier auf diesen... Das ist ja wirklich so, da muss ich dir ja sagen, ne, das ist ja irgendwie so ein bisschen mit diesen Touch-Tasten so ein bisschen kompliziert. So, Bordcomputer ist genullt, 100 km/h ist fixiert. Und jetzt wollen wir mal auf die nächsten 20 Kilometer schauen, wie sich hier der Verbrauch des EQE SUV entwickelt. Steffen, wir haben einen neuen Verbrauchswert. Ja, was haben wir denn? 100 km/h, 20 Kilometer oder jetzt 21 Kilometer, 17,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, GPS gemessen 96 km/h, Tachy sind wir komplett durchgehend 100 km/h gefahren. Und da muss ich sagen, das ist so für 2,5 Tonnen und so ein 1,68 Meter hohes SUV kein schlechter Wert, oder? Das ist sehr anständig. Inzwischen haben wir auch 26,5 Grad Außentemperatur. Also ich muss sagen, ich bin begeistert und gespannt zugleich, was wir gleich bei 120 km/h für einen Wert bekommen. Wir haben beschleunigt auf 120 km/h und auch den Abstandsregeltempomaten aktiviert. Wir setzen jetzt hier den Bordcomputer zurück und wollen mal schauen, wie auf den nächsten 20 Kilometern bei durchschnittlich gefahrenen 120 km/h sich der Verbrauch entwickelt. Habt ihr schon eure THG-Quote beantragt? Ihr habt die Möglichkeit, für euer Elektroauto, privat oder gewerblich genutzt, eine THG-Quote zu bekommen. Alle Informationen dazu habe ich euch zu meinem Partner Geld für E-Auto unten in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr einfach nur eure Daten angebt, die Vorder- und die Rückseite eures Kfz-Scheins oder eurer Kfz-Scheine hochladet. Ihr könnt nämlich auch für mehrere Autos das beantragen und dann macht alles weitere Geld für E-Auto und ihr bekommt bequem das Geld aufs Konto überwiesen. Wenn ihr unseren Link nutzt, unterstützt ihr unseren Kanal und dafür sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Wir haben einen neuen Verbrauchswert. Wir sind konstant 120 km/h gefahren. Laut Bordcomputer 115 km/h. Das ist dann wahrscheinlich die GPS gemessene Geschwindigkeit. Und haben einen Verbrauch von 23,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, Steffen. Das ist jetzt aber schon ein deutlicher Anstieg von über 6 Kilowattstunden im Vergleich zu 100. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, ne? Ja, das ist schon ein bisschen mehr als eigentlich erwartet. Ne? Sonst steigen da die Werte ja meist so um 4-5 Kilowattstunden. Ich stelle gleich mal auf 140, Steffen, was sagst du dazu? Ja, mach. Freie Bahn haben wir. Ah, freie Bahn, freie Fahrt. Mecklenburg ist einfach toll für solche Tests und auch relativ eben.
Ja, Wind haben wir heute auch nicht viel. Das Wetter hat sich ein bisschen zugezogen, weiterhin 26 Grad. Ich setze den Bordcomputer zurück. Nicht lang schnacken, fahren. Und wir schauen mal auf die nächsten 20 Kilometer, wie sich der Verbrauch bei 140 km/h entwickelt. Wir haben ein neues Ergebnis. Wir sind durchgehend 140 km/h gefahren. Bordcomputer zeigt 134 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit an. Das auf 20 Kilometer mit einem Verbrauch von 28,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist so der übliche Anstieg von so gut 5 Kilowattstunden bei 20 km/h mehr. Wir werden jetzt den U-Turn machen auf der A19 und in die entgegengesetzte Richtung nach Rostock Richtung Norden zurückfahren. Und dann testen wir gleich 160 km/h. Wir haben den Abstandsregeltempomat auf 160 km/h fixiert. Steffen, ich lösche den Bordcomputer. Und wir wollen sehen, wie das EQE-SUV auf den nächsten 20 Kilometern performt. Wir werden auch immer rechts überholt, das finde ich immer gut. Auch mal rechts überholt zu werden, so von Mercedes-Kollegen, das macht sich immer sportiv, schön gedrängelt, schön dicht aufgefahren, den anderen weggeschoben. Ja, das ist Deutschland 2023. Wir fahren ja immer sehr zurückhaltend und sehr, wie nennt sich das, Steffen? Defensiv. Defensiv, ja, ist ja wie beim Fußball, ne? Wir haben einen neuen Verbrauchswert. Wir haben es tatsächlich geschafft, 160 km/h durchzufahren. GPS, Bordcomputer 153 km/h. 20 Kilometer ist die Strecke und 34 Kilowattstunden pro 100 Kilometer der Verbrauch. Finde ich, ist okay, Steffen. Da haben wir schon andere kleinere SUVs gehabt mit über 40. Da muss ich sagen, das passt, oder? Das hat er gut gemacht, dann, ja. Ich würde sagen, ihr schaut euch mal die Vergleichswerte an in den Tabellen und guckt mal, was ihr da für neue Erfahrungen resultieren könnt. Steffen, ich habe auf Sport geschaltet. Und wir müssen 10% Akkustand haben. Ja, das heißt? Gib Gummi! Jawohl! Und da zieht er los, der EQE 350 4MATIC als SUV 190. Wir gehen smooth auf die 200 zu. 210 km/h soll die Höchstgeschwindigkeit sein. Die erreichen wir auch spielend. Und sogar 216 km/h, 217 km/h. Tachi, es geht leicht bergauf. Und da muss ich sagen, auch der Kleine macht einen schönen, performanten Eindruck. Steffen, was sagst du? Macht einen flotten Schuh, ja. Ja, das ist ja immer das Nette, wenn dann Menschen einem so bei 210 vors Auto fahren, wir hier schön scharf abbremsen können. OHV, was hieß das Kennzeichen nochmal, Steffen? Na, ich will jetzt nicht sagen, ohne Hirn und Verstand. Warum sagst du es dann? Oh, schups. Steffen, ich habe mal den Abstandsregeltempomaten hier in Verbindung mit Spurhalteassistent und Lenkassistent aktiviert. Und da muss ich sagen, auch stärkere Autobahnkurven fährt er wirklich alleine. Klar, es ist ein teilautonomes System, aber ich muss sagen, die Mercedes-Ingenieure haben das sehr, sehr smooth eingestellt und es funktioniert ja bekanntlich von 0 km/h bis 210 km/h. Das finde ich auch richtig geil. Bis zur Höchstgeschwindigkeit ist also nicht irgendwie wie bei anderen amerikanischen Elektroautobauern dann limitiert. Und er beschleunigt dann in Sport natürlich performant, dann auch wieder hoch und bremst auch relativ smooth ab. Da bleiben wir ruhig mal mit der Kamera jetzt drauf. Der Volvo zieht hier vor, er erkennt das. Und da wir in Sport sind, fährt er natürlich aggressiv im Rahmen der STVO auf den Vordermann auf. Zeigt, hey, hier kommt ein Cermedes und wir wollen vorbei. Und da muss ich sagen, das macht er aber auch so, dass uns hier nicht das, die dritten Zähne sozusagen aus dem Gebiss herausfallen. Ich finde auch, dass der 350er von der Power reicht, Steffen, oder? Ja. Also klar, ein 500er oder eine stärkere Motorisierung macht ja immer Spaß. Mehr geht ja immer, aber er macht das halt sehr, sehr cool und sehr, sehr smooth. Ja, wir wollen den Spurwechselassistenten mal testen. Und auch das macht er halt ganz hervorragend, weil er gar nicht funktioniert hat, Steffen. Ich glaube, der geht gar nicht bis 210, oder? Ich glaube auch nicht. Das ist ja Wahnsinn, ne? Was ist hier mit Mercedes los? Warte mal, jetzt reduzieren wir mal hier die Geschwindigkeit auf 150.
und gucken mal, ob er jetzt geht. Spurwechsel nach rechts, macht das schön autonom. Ich habe nur die Hände zur Führung. Wir fahren wieder auf ein fahrendes Fahrzeug auf. Funktioniert. Ich setze den Blinker antippen nach links. Er macht den Spurwechsel nach links. Und jetzt würde man ja normalerweise schon Gas geben. Das macht er sehr zurückhaltend. Aber das ist okay, weil Safety first, Sicherheit geht vor. Ihr habt jetzt mal den Überblick gesehen, wie gut hier im Fahrzeug die Assistenzsysteme funktionieren. Da muss ich sagen, Mercedes hat momentan meines Erachtens das beste teilautonome Fahrprogramm auf dem Markt. Es funktioniert prädiktiv, es passt sich an die Geschwindigkeiten völlig automatisch an. Er nimmt völlig automatisch Tempolimits und wenn frei ist, auch wieder die alte Geschwindigkeit oder wenn man keine höhere alte Geschwindigkeit hat, dann die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Also das macht Mercedes schon cool, oder? Wir wollen mit euch mal eine Routenplanung mit Ladeplanung machen, standesgemäß in einem Mercedes bei 215 km/h, indem wir sagen, hey Mercedes, was kann ich für dich tun? Fahr uns nach München zum Viktualienmarkt. Die Route zum Ziel München wird berechnet. Ja, jetzt hat er irgendwie Viktualienmarkt scheinbar überholt bei 217 km/h. Das ist, denke ich, auch okay. Und jetzt sollte er natürlich auch entsprechend Ladestationen hier der Route hinzufügen. Da macht der amerikanische Automobilbauer das ja in gefühlt 10 Sekunden mit seinen Superchargern. Da muss ich sagen, da kommt Mercedes leider noch nicht heran. Hier würde ich mir wünschen, dass Mercedes da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit in der Ladeplanung dem System gibt. Aber das ist ja alles heutzutage over the air per Software-Updates möglich. Und ich muss sagen, so 210 im EQE SUV fühlt sich an wie beim Dacia Spring 60. Wie heißt das so schön, Steffen? A few minutes later? Ja, genau. Haben wir dann auch die Planung hier für unsere Route erst noch so ein bisschen am Kalkulieren, weil ich die Ausfahrt nicht genommen habe. Das ist also kein Systemfehler. Er muss jetzt nochmal die nächste Ausfahrt planen. Und ihr seht, er hat hier schön Ladestationen eingeplant, dann auf dem Weg nach München. Ja, das Einzige, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist, ihr könnt ja den Ladestand am Ziel eingeben, ihr könnt den Ladestand an der Ladesäule angeben. Das Einzige, was mir halt hier so ein bisschen fehlt, ist, dass man halt auch eine schöne Auswahl hat, dann nochmal an Ladeanbietern, dass man zum Beispiel sagen kann, ich möchte nur im Ionity-Netz laden oder bei EMBW. Das fehlt mir so ein bisschen hier und das kann sicherlich dann nochmal irgendwann nachprogrammiert und nachgebessert werden. Wir sind im Ladepark Kavelsdorf, das ist kurz vorm Rostocker Kreuz A19, A20 angekommen. Hier hat EMBW sein Hypernetz ausgebaut und 16 Ladepunkte inklusive Toilette geschaffen und Alpitronic-Säulen, sehr zuverlässig. Und wir sind mit 8% SOC angekommen, lieber Steffen. Und so langsam baut das EQE SUV auch Ladeperformance aus. Das Display zeigte an, 170 kW im Peak sollen möglich sein. Aber wir wollen ja bei einfach elektrisch auch immer so ein bisschen die Ladeperformance toppen. Ihr seht, wie schön schnell er jetzt hier auch Ladegeschwindigkeit aufbaut. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir bei 80% dann in einer guten halben Stunde auch ankommen. Und jetzt geht aber mal richtig hier zur Sache, Steffen. Schau mal, 153,5. Und da ist natürlich wieder der Bildschirm weg. 163,7. Also ich glaube, wir sind gleich auch bei 170 kW, was die Werksangabe ja ist.
Und da haben wir sie gerissen, die Werksangabe 170,2, er tänzelt noch so ein bisschen hin und her. 5 Minuten ist die Ladedauer, wir sind schon von 8% auf 21%, haben 13 Kilowattstunden nachgeladen. Das passt ja bei einem 100 Kilowattstunden Akku auch mathematisch. Und ich muss sagen, EnBW baut sein Hypernetz ja richtig gut aus. Übrigens alles Ökostrom, das heißt, wir bekommen hier keinen Strom aus Braunkohle vertankt, wir bekommen hier keinen Strom aus Gas vertankt und Atomkraftwerke gibt es ja auch nicht mehr, zumindest nicht in Deutschland. Vielleicht kriegen wir, Atomstrom können wir ja auch nicht kriegen aus Frankreich, Steffen, oder was haben wir denn für, haben wir denn hier aus unseren Windrädern den Strom oder wo kommt der her oder aus Photovoltaik? Na, guck mal, hier ist ein Solardach. Was ich gut finde beim EQE-SUV, wir haben nach 7 Minuten schon 18 Kilowattstunden fast nachgeladen. Und wenn wir unseren Verbrauch von 100 km/h zurückdenken, würden wir theoretisch in 7 Minuten auch schon 100 Kilometer nachladen können. Das ist, wie ich finde, eine ordentliche Performance. Ja, ich würde mir ja wünschen, dass wir hier vom Ladepeak noch ein bisschen höher kommen. Ich glaube, wir hatten auch schon mal beim EQE 173 kW, Steffen, meine ich aus dem Gedächtnis, ne? Ja. Zumindest haben wir die Werksangabe mit 170 kW leicht überschritten und ja, EnBW macht das gut so mit seinem Hypernetz, ist ja mit Ionity, finde ich, so Marktführer neben Teslas Superchargern und 16 Ladepunkte hier so am Autobahnkreuz, dann haben wir in Dummersdorf nebenan noch 4 Ladepunkte von Aral Puls plus 2 von EWE Go, also hier oben in Rostock an der Ostsee, da sind wir schon mal ganz gut versorgt. 16 Ladepunkte mit bis zu 300 kW in der Spitze und nur einer lädt, unser EQE SUV hier vom Sternauto-Gruppe aus Rostock. Und wir wollen die Ladezeit nutzen, um mit euch nochmal ums Auto zu schauen. Wir haben ihn ja hier in Selenitgrau Metallic, sehr schön, AMG Exterieur Line mit Night-Paket. Und wir haben auch nicht nur den Mercedes Patternstern mit seinen über 260 Sternchen, sondern auch den Friedhof. Ja, der Insekten. Den Friedhof der Insekten. Wir sind natürlich wieder performant mit dem Auto gefahren. Ja, optional bekommt ihr Digital Lights. Das ist ja dann die höchste Stufe bei Mercedes mit digitalen Lichtern, wo ihr 1,3 Millionen Pixel auf der Fahrerseite und 1,3 Millionen Pixel auf der Beifahrerseite die Straße ausleuchten könnt, ohne den Gegenverkehr zu blinden. Und ich sage euch, das ist bei Nachtfahren fast wie bei Tag. Ja, dicke, fette Puschen von AMG dürfen nicht felgen. Hier in einer schönen Speichenoptik, aerofiziert, optimiert in der Dimension 21 Zoll. Und Trittbretter, das ist ja immer wichtig, gerade wenn man auch mal den Blick auf das EQE SUV werfen möchte. Dafür hat man die Dinger ja. Und sie sollen natürlich auch eine weitaus bessere Aerodynamik bringen. Ja, Night-Paket heißt alles schwarz glänzend. 4,86 Meter ist er lang, 3,03 Meter der Radstand, 1,94 Meter ist er breit ohne Außenspiegel und 1,685 Meter hoch. Ihr habt es gesehen mit meinen 1,85 Meter, das passt. Und auch die Heckpartie, finde ich, ist fast so eine Schokoladenseite, Steffen. Schau mal, diese schöne Coupé-artige Linienführung, noch viel eleganter, viel majestätischer als beim EQS SUV. Haifischschlosse fehlt, Steffen, was sagst du? Sehr gut. Genau, Technik, Scheibe, Karosserie, Außenspiegel integriert. Einziges Manko, wir müssen ja auch immer so ein bisschen was haben, wo wir uns dran triggern, ist hier der Heckwischer. Den hätte ich mir gewünscht, hier integriert in den Heckkantenspoiler. Dann hätten wir hier eine klare Silhouette. Also auch die Mercedes-Design-Ingenieure können vielleicht von einfach elektrisch noch ein paar positive Dinge übernehmen. Von hinten auch schön breit dann mit dem AMG Exterieurline. Und wir haben einen Kofferraum, Steffen. 520 Liter. Und was haben wir denn da? Ist das nicht diese mobile Lademöglichkeit? Ja, und zwar von unserem Kooperationspartner EM2Go, der mobile EV-Charger. Das heißt, eine Wallbox transportabel. Ihr könnt sie zu Hause in der Wandhalterung nutzen oder mobil und könnt dann immer wunderbar an allen Döschen laden. Industriedose, Campinganschluss, Schuko-Stecker mit Temperaturüberwachung. Und habt sozusagen eure Wallbox stationär und mobil, kann ich euch nur empfehlen, kostet unter 800 Euro. Und wenn ihr einfach elektrisch 10 als Code eingibt, bekommt ihr sogar noch 10% Rabatt. Ja, Rabatt bekommt ihr auch bei Mercedes, wenn ihr die Sitze umklappt. Nein, das war ein Spaß. 40 ist möglich oder auch 40, 20, 40, sodass ihr eine Durchlademöglichkeit habt für Skier oder auch für einen langen Gegenstand. Optional bekommt ihr eine Anhängerkupplung. Bei der heckgetriebenen Variante als 350 plus mit 750 Kilo gebremst, ungebremst und bei den Allradvarianten, so wie hier, dann mit 1,8 Tonnen, was elektrisch ausfährt, Steffen. Geht auch elektrisch wieder rein.
Und die Klappe? Geht auch elektrisch zu. Ja, es ist ein Traum bei Mercedes. Ne? Dachbox ist auch möglich. Ich glaube 75 Kilogramm Dachlast. Also ihr seht, so ein EQE-SUV könnt ihr mit allen Parametern benutzen. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen noch stört, ist der Preis. Startet ja bei Mitte 80.000 Euro momentan in der Basis. Dann mit Allrad bei, ich glaube, gut 89.000 Euro. Und so wie unser Testwagen hier ausgestattet ist, AMG Exterior, Interior Line, alle Assistenzsysteme, hat er 111.000 Euro. Hat er geladen, 12 Minuten, 33 Kilowattstunden, also eine deutliche Steigerung als was neulich hat mit 1 kW oder eine Kilowattstunde pro Minute. Steffen, das war, glaube ich, beim BYD, ne? Ja, das war leider beim Hahn, ja. Ja, wir sind auch schon bei 43% State of Charge. Jetzt er lädt immer noch mit 150 kW. Das sind ja Dinge, die kann der BYD leider nicht. Aber wir haben einen mega spannenden Vergleich für euch gefilmt. Der kommt als weiteres Video, als dritter Teil, dann mit dem EQE SUV und dem BYD Tang. Das heißt, den haben wir euch ja schon mal in der Review ausführlich vorgestellt, auch mal mit dem EQS SUV verglichen und wollen jetzt natürlich mal das EQE SUV daneben stellen, weil unser Proband liegt bei 111 km und der Tang liegt bei Anfang 70 km, hat aber die gleiche, wenn nicht sogar etwas bessere Ausstattung, sogar 7 Sitze statt 5 Sitze sind da möglich. Also seid gespannt auf das Video, am besten mal nachschauen, ob ihr einen Kanal abo habt und das Glöckchen geläutet hat, weil dann gibt's was, Steffen? Jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es die Videos gibt. Stark. 16 Minuten, 50% State of Charge, fast 42 Kilowattstunden nachgeladen. Wir laden immer noch mit 140 kW und das sieht man halt auch sehr schön hier an der Ladekurve. Es geht steil nach oben, 172 kW war der Maximalpeak und jetzt flacht es auch nur langsam ab. Das schauen wir uns später nochmal en Detail an. EMBW macht das ja wirklich schick, ne? Mit so einem kleinen vollautomatischen Toilettenhäuschen, wo man für 1 Euro pullern gehen kann. Da soll wohl auch noch mal ein Kaffeeautomat folgen. Aber irgendwo fehlt hier komplett, Steffen, hier ist an alles gedacht. Überdachung, Licht, Solarstrom. Aber was fehlt, sind Papierkörbe, ne? Ja, Mülleimer oder irgendwie eine Tonne. Also hier gibt es nicht einen einzigen Papierkorb in Kavelsdorf. Ist halt schade. Ich hoffe natürlich, dass die Menschen, so wie wir auch, dann ihren Müll mitnehmen und nicht hier diese Ladestelle dann verschmutzen. Aber ansonsten ein tolles Invest von EMBW, Chapeau. 70% nachgeladen, von 8 auf 78% in 30 Minuten, finde ich es ein guter Wert. 69 Kilowattstunden bedeutet das in den Akku bekommen und wir laden immer noch mit 96,5 kW, erst gerade unter 100 gegangen. Auch das ist eine tolle Ladeperformance, muss ich wirklich loben, den Mercedes. Schaut euch bitte mal hier dieses Ladeplateau an, hier ist kein steiles Abflachen, sondern halt so ein relativ lineares Abflachen. Also das ist wirklich meines Erachtens eine Top-Ladekurve. So würde ich mir das bei allen Elektroautos wünschen. Und er hat die Werksangabe auf jeden Fall erfüllt. Und das ist ja immer wichtig. Und gerade auch mit der Batterietemperierung haben wir ja bei Mercedes-Fahrzeugen, schaut er gerne auch nochmal unsere anderen Verbrauchsvideos mit Ladechecks an, auch im Winter durch die gute Akkuvortemperierung die Werte immer erreicht. Also von daher gibt es da selten einen Cold Gate, außer man macht selber einen persönlichen Fehler in der Temperierungseinstellung. Und von daher muss ich sagen, ist das einfach genial. Der Ordnung halber, 31 Minuten, 80%, 71 Kilowattstunden nachgeladen. Das ist wirklich top, top, top Mercedes. Steffen, warum hat der denn so große Außenspiegel wie bei deinem Opel Combo E-Cargo? Großes Auto, große Spiegel. Aber so ein bisschen filigraner, oder? Ich finde das total schade, wenn SUVs so dicke Nutzfahrzeugspiegel haben. Ich weiß nicht, haben sie das vielleicht vom... Aber selbst unser EQV hatte doch schlanke Spiegel, oder? Täusche ich mich? Ja, stimmt. Aber da muss doch irgendein Mercedes-Ingenieur wieder eine Idee gehabt haben. Wahrscheinlich. Lasst uns zum Fazit kommen mit dem Mercedes EQE SUV. Und da muss ich sagen, wenn ihr an die Review und den Fahrbericht zurückdenkt, dann haben wir euch das Auto von außen innen gezeigt und haben ja auch Wendekreis, Einparkmanöver, Offroad-Modus. Das war alles top. Und auch heute, die Verbrauchswerte, muss ich sagen, waren okay. Sie waren vielleicht jetzt nicht weltbewegend, aber für so ein schweres, großes Fahrzeug finde ich völlig in Ordnung. Schreibt ja gerne eure Meinung zu in die Kommentare. Und auch der Ladecheck, finde ich, hat ergeben, dass der Wagen schnell und zügig nachlädt, dass man mit ihm auch gerne lange Reisen unternehmen kann. Und auch die Assistenzsysteme und der Fahrkomfort auf der Autobahn, muss ich sagen, die sind einem Mercedes
entsprechend würdig. Da gibt es aus meiner Sicht nicht viel dran zu kritisieren. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das Auto gerne in einem der 23 Sternauto-Filialen an bei unserem Kooperationspartner oder wenn ihr möchtet, natürlich auch gerne bei jedem anderen Mercedes-Benz-Partner. Macht euch selber einen Eindruck. Schaut nicht nur auf Bruttolistenpreise, sondern lasst euch mal ein Angebot schreiben für Leasing oder eine Finanzierung oder auch für einen Barkauf. Da weiß ich, dass die Mercedes-Händler immer tolle Angebote in petto haben und manchmal sogar der vermeintlich teure Mercedes gar nicht so viel teurer ist. Das kennen wir auch von Audi und anderen Premium-Herstellern, BMW, dann als vielleicht Fahrzeuge, die weitaus günstiger sind. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, ihr gebt dem Video einen Daumen hoch. Schaut bitte gerne nochmal nach, ob ihr Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Läutet gerne das Glöckchen, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn dann das Video mit dem Vergleich zwischen dem BYD Tang und dem Mercedes EQE SUV online geht. Ich sage danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis bald, euer Olli.